hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist ein Spiel von Ubisoft. Eigentlich einer der Geheimtipps für die PlayStation 2, wie ich finde. Kam damals auch für einige andere, ja, Medien kann man sagen, oder Plattformen besser gesagt, raus. Nämlich 13. Ist ein sehr cooler, innovativer Ego-Shooter damals auch gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt rauskommen ist. Ich schätze mal so 2004, 5 rum, ne, so aus dem Gefühl heraus. Kann ich jetzt aber nicht so genau sagen, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Wir haben nämlich jetzt schon relativ spät. Das heißt, ich werde jetzt heute auch nur eine kurze Aufnahme machen. Bei uns ist auf jeden Fall erstmal ein neues Profil fertig. Werden jetzt gleich ein bisschen was zum Spiel erzählen. Okay, das war ja einfach. Ja, ist okay. Speicher ruhig ab. Nee, ich habe das nämlich damals durchgezockt gehabt, also ziemlich auch kurz nachdem das rausgekommen ist. War ein ziemlich geiles Spiel. Ich kann mich da jetzt zwar nicht mehr so dran erinnern. Okay. Was ich jetzt gerade ein bisschen verwirrend finde, warum steht da fortsetzen? Aber wir sehen schon hier im Hauptmenü auf jeden Fall. Es ist sehr Comic-basierend. Also in einem Comic angelegt mit Cell-Shading-Look und hier mit diesen ganzen Comic, wie heißt er denn? Kästchen. Wisst schon Bescheid, was ich meine. Basiert auch auf einem Comic letztendlich, was glaube ich zu der damaligen Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, noch gar nicht so bekannt war. Aber durch das Spiel halt auch an Bekanntheit erlangt hat. Das ist von Ubisoft gemacht worden. Ein sehr renommiertes Haus auch zu dem Zeitpunkt. Und habe mich damals wirklich mehr als positiv überrascht. Ich habe dann wirklich angefangen zu zocken und gedacht, ja, mal gucken, wie das ist, ne? Damals war ja gerade Cell-Shading so gekommen. Und, ja, habe mich dann auch wirklich echt gepackt. Ich kann mich noch an zwei Sachen erinnern an dem Spiel. Und zwar einmal an das Ende, wo ich irgendwie... Da weiß man, da habe ich noch den Endgegner besiegt gehabt, da bin ich irgendwie zu tief gefallen, bin dann gestorben, musste den Endgegner nochmal machen, habe mich damals total abgefuckt. Da war ich noch zur Schule gegangen und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich bin ich jetzt pain, aber mach's du mal eben fertig. Und da gibt's eine Stealth-Mission. Und seitdem weiß ich, okay, Ego-Perspektive und Stealth-Mission, die vertragen sich nicht so sehr. So, okay, gucken wir mal, was wir hier machen können. Kindersicherung brauchen wir nicht, ne, wir sind alt genug. Grafik, okay, was können wir hier ändern? Gar nichts, okay. Der Ton ist unglaublich leise im Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ja, normal, oder? Sound brauchen wir nicht. Steuerung brauchen wir. Oder was können wir hier machen? Okay, ich habe einen Mono-Fernseher. Das ist das Schöne an älteren Spielen, ne? Man kann einfach noch Mono einstellen. Steuerung, ja, kriegen wir schon hin. Ja, ist okay. Speichern mal ab. Nee, ansonsten viel mehr kann ich auch über das Spiel nicht erzählen. Interessanter Zufall nur, dass ich jetzt privat auch was vom Ubisoft zocke, nämlich Assassin's Creed Revelations. Ziemlich cooles Spiel, ne? Und jetzt auch als Let's Play ein Ubisoft-Spiel, wo es aber nur jetzt noch nicht, wo es zwar schon wirklich ein angesehenes Haus war, aber noch nicht so ein AAA-Produzent wie heutzutage. Gut, ich würde sagen, auf geht's! Los, weiter. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Beginnen.
Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Tja, ein relativ kryptisches Intro, also da hat man kurz einmal so ein paar Story-Schnipsel, sag ich mal, gesehen. Der Präsident wurde auf jeden Fall umgebracht. Ich kann mich an nichts erinnern. Oh mein Gott. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Okay, alles klar. Nee, kurz mal zur Story. Der Präsident wurde umgebracht. Sein Bruder hat jetzt nun die, ich will nicht sagen, Macht an sich gerissen. Aber er ist jetzt auf jeden Fall Präsident geworden. Und die Mordumstände sind sehr rätselhaft nach dem momentanen Standpunkt. So viel erstmal hierzu. Wir sind jetzt jemand, ne? Wir sind rangespielt worden. Mit dem Codenamen 13, so viel darf ich auch schon mal verraten. Und können uns erstmal an nichts mehr erinnern. Und vor geht's erstmal dieser netten Baywatch-Schönheit, ne? Der Helikopter. Okay, jetzt spielen wir, glaube ich, schon direkt eine Erinnerungssequenz. Also wirklich sehr cool gemacht, finde ich, das Spiel. Auch schon in der damaligen Zeit habe ich das komplett beeindruckt. Also wirklich eines der ersten Spiele, die mich so von der Story her wirklich gepackt haben. Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Okay, kriegen wir hin. Also offensichtlich sind wir von einem Schiff geflüchtet. Verdammt. Sie sind zu schwach zum Laufen. Okay. Finde ich auch sehr cool, immer diese Sprechblase, diese comicartigen Sachen. Bin ich jetzt gestorben? Nee, oder? Das wäre sehr lustig. Auch schöne Ladepausen, ne? Checkpoint erreicht, sehr gut. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Schlechter Moment. Sag morgen gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Kommt her, Jungs. Er lebt. Ist aber übel zugerichtet. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist halt ein Schlüssel, was uns zu irgendeiner Bank führt. Das wird wahrscheinlich erst unser nächstes Ziel sein. Oh mein Gott, okay. So. Aber kurz ein paar Worte zur Steuerung. Linker Stick bewegen. Zielen Sie auf den Kopf des Gegners, um ihn mit einem Schuss zu töten. Ah, ich habe eine Waffe. Cool. Mit dem rechten Stick können wir halt, ich sag mal, uns umherschauen. R1 schlagen, L1 springen, L2 bücken, R2 bisher noch nichts, okay. Kreis ist Waffenwechsel, okay. Dreieck ist auch nichts. Viereck ist Waffenwechsel zurück. Und X, was machen wir mit X? Nichts, okay. Gut, wir nehmen erstmal das, was war das nochmal für ein Zeichen? Oh mein Gott, es ist zu lange her. Also locker 12 Jahre, wo ich das gespielt habe. Ah, okay. Jetzt bedeutet, wir können irgendwas zerstören. Ne, wirklich, wirklich super cool gemacht, das Spiel. Hat auch damals von den Kritikern echt gute Bewertungen bekommen. Muss ich jetzt hier lang oder wo muss ich lang? Okay. Ich muss mich doch durchs Haus kämpfen. Na, super. Alles klar. Steuerung jetzt aus heutigem Standpunkt etwas träge. Okay, das ist unsere Kollegin, die Helen. Helen, oder? Ah, okay. Du
Sie können Schlagen zum Entriegeln einer Tür drücken, sie einmal auf Aktion, um den Schlüssel auszuwählen. Ein zweites Mal, um ihn zu benutzen. Okay. Ja, warte. Stirb! Ja, super. Okay, zack, zack. Ah, komm, mach die scheiß Tür auf! Himmel, Arsch! Komm. Ich krieg's nicht hin! Ich treff die Tür nicht. Okay. Ja, das hat ja super funktioniert. Stirb! Ich hab beim ersten Gegner kaputt gegangen. Oh, ist das schlecht. Ja, okay. Erneut versuchen, natürlich. Ich kann mein Spiel speichern. Habe ich dann hier die Möglichkeit, selbst Checkpoints anzuwählen? Das wäre natürlich geil. Also, selbst mit meinen Speicherpunkten Checkpoints zu erstellen, besser gesagt. Hallo? Es ist aber auch richtig gut, dass ich mich jetzt überhaupt gar nicht mehr an das Spiel erinnern kann. Fuck, ich brauche erstmal den Schlüssel. Dann muss ich erstmal den Penner hier zerstören. Wollen erstmal den Schlüssel hier holen. Da bist du, kleine Ratte, komm her. Schau dir auf die Nuss. So. Gib mir deine Knarre. Dankeschön. Was kann ich jetzt mit dir machen? Ich glaube, den kann ich auch noch... Ja, genau. Das war nämlich auch so eine coole Sache. Damals noch relativ innovativ. Wir können Leichen verschleppen und verstecken. Also heutzutage ist das natürlich was absolut Normales. Aber damals war es schon echt eine coole Sache. So, schau mal, ob wir hier irgendwo sowas wie einen Checkpoint finden. Kann ich hier mit zielen? Nee. Oh, fuck. Uiuiui. Okay, ich glaube, R2 ist ein sekundärer Schussmodus, irgendwie sowas in der Richtung. Die, Motherfucker, die! Ich schieße den Rahmen gerade ab, ne? So. Eieiei, zwei Energie haben wir noch. Da kann ja lustig werden. Sesam, öffne dich. So. Oh, eine Kalaschnikow. Geil. Okay. 30 Schuss. Reicht vielleicht erstmal. Hä? Wer hat mich denn jetzt getötet? Oh mein Gott, habe ich jetzt mit zwei Energiepunkten den Checkpoint erreicht? Es ist auf jeden Fall kein einfaches Spiel, ne? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, es ist relativ anspruchsvoll. Aber also auch von der Story her, ne? Also, das ist echt cool zu sehen, wie sich das von Spielstunde zu Spielstunde immer weiter aufschließt. Hallo? Ich habe doch einen Checkpoint erreicht. Ja. Soll ich verarschen? Sag mal, Spiel? Gut, dass wir das Ziel erfasst ja, ja. Melde mich, wenn wir okay, komm, wir nehmen jetzt das Messer. Ich hole dir das Ding direkt in die Hirse. Komm her. Zack! Ah, guck mal, sogar mit einem Special Kill Kamera-Gedöns. Achso, nee, ich will dich gar nicht tragen. Was ist denn los? Also, die Messer können wir natürlich auch werfen. Aber ich muss erst so ein bisschen an die Zielsteuerung noch gewöhnen. Ganz ehrlich. So, du Penner. Ah, ich ziehe aber auch viel ab in dem Schuss, ne? Ich frage nur, was hat mich gerade beschossen? Was hat mich gerade getötet? Erstmal Richtung Helikopter, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was es hier für Geheimnisse oder beziehungsweise optionale Sachen gibt. Den Tipp mit der Tür habe ich schon begriffen. Spiel. Ist okay. Okay, mit X können wir auch nachladen. Das ist sehr gut zu wissen. Fuck. Okay, ich habe dich erwischt. Okay, wunderbar. So, Kaliber 9mm. Ich denke mal, das wird was für die Kalaschnikow sein. Winter geschlossen. Gefällt mir. Nee, ist es leider nicht. Ah, ich habe eine 9mm Pistole. Okay, ich habe einmal eine Magnum, eine 9mm Pistole und eine Kalaschnikow. Oh mein Gott, ich liebe dich. Komm her. Um Kraft zu sammeln, wählen Sie das Medipack im Inventar und drücken Sie auf Aktion. Hä? Nee, da kann ich das nicht anwählen. Warte mal. Ah, mit Dreieck. Okay, alles klar. Dreieck bedeutet für mich Medipack anwählen. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Weil wenn, dann will ich ja auch möglichst viel erforschen. Ist, glaube ich, ziemlich französisch angehaucht, das Spiel. Weil ich glaube, Ubisoft ist ja, glaube ich, auch ursprünglich französisch. Ne? Ich bin da überhaupt gar nicht so... Danke, Spiel, dass du mir das zeigst. Ich habe hier wie... Aber ihr schafft es, das heißt nicht, dass du cool bist. Ah, komm. Ja, du bist tot, bitte. Gib mir deine Waffe. Na, schade, leider nicht. Aber glücklicherweise auch ein bisschen Schädel und habe ihn nicht getroffen. Alter, bleib stehen. Also mit Strafen und Zielen ist das hier so eine Sache, ne? Eieiei. Ich meine, das läuft ja schon echt schnell, ne? Aber das Hin- und Herziehen, das ist nur so ein bisschen... ...bisschen träge. Da ist hier noch jemand Interessantes für mich? Okay, ich werde von irgendwo beschossen. Bestimmt vom Boot. Natürlich vom Boot. L1 springen. Alter! Hör auf damit! Hör auf zu leben! Die wollen meinen Schließfachschlüssel haben von der Bank, okay. Also wenn ich ins Wasser falle, bin ich höchstwahrscheinlich Geschichte. So, tot ist er.
Ist hier ein bisschen Munition her? Okay. 40er Spezial für die Magnum. Also treffe ich bis dahin noch nicht, oder? Okay, ich habe mir erwischt. Ha, wie geil ist das denn? Also wenn man die einmal wie sie hat, dann geht das, ne? Aber den Weg dahin, der ist ein bisschen schwieriger. Hier noch irgendwas? Nee. Bist du für mich? Oh, ein bisschen Magnum-Munition. Verlassen Sie den Strand mit dem Pickup des Killers. So. Schweinepriester. Warum leuchtest du so? Ah, du hast die Autoschlüssel. Sehr gut. Ist Munition. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück, weil ich will nochmal wissen, was auf der anderen Seite abgeht. 86 Energiepunkte haben wir noch. Wir schreiben heute übrigens den 8.3. Donnerstag, fast Wochenende. Ist das nicht schön? Heißt, am Samstag werde ich nochmal eine richtig fette Aufnahme machen. Ich habe nämlich auch richtig Bock auf das Spiel. Also, seitdem ich mit der PlayStation 2 angefangen habe, was ja auch schon ein paar Tage her ist, ne? Da hatte ich Urlaub, ich war im Oktober letzten Jahres. Da freue ich mich wirklich schon auf 13. Einfach auf dieses echt coole Spiel. Ich denke mal, es ist auch eines der Spiele, die echt gut gealtert sind. Und die auch mal so ein Remake für PlayStation 3 in HD verdient hätten. Was bedeutet das? Dass sie jetzt Alarm geschlagen haben, die Schweine? Wahrscheinlich, ne? 86 Energie ist auch echt komfortabel. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. So, gehen wir erstmal hier weiter. Hier bin ich ja umgedreht. Da war die Energie. Ne, ernsthaft? Okay. Schönes Haifischgebiet. Ach, Janet war, glaube ich, die Rettungsschwimmerin, die wir gerade gesehen hatten. Helen hat sie angerufen gehabt. So. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zum Pickup. Dann können wir schon mal das Intro-Level abhaken. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie umfangreich das Spiel war. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Tage dran gesessen. Nur, wie meine damalige Zocker, also mein damaliges Zockerverhalten war. Pff, keine Ahnung, das bin ich schon zu lange her. Hallo, haben wir Abitur gemacht. So, zack. Ja, bedenken, ne? Das ist bei mir auch schon echt 12 Jahre mit dem Abitur. Ne, 11 Jahre, Entschuldigung. 12 Jahren hätte ich es machen können, aber ich habe verkackt. Ach komm, ich lasse dich am Leben. Ein Zeugen brauche ich ja, ne? Damit jemand irgendwie mal erzählen kann, wie grausam ich doch bin. So, ab in den Pickup! Dick auf! Los! Da sieht man, wie alt das Spiel ist. Level abgeschlossen, hervorragend. Es gab noch keine Fernbedienung, um den Wagen zu öffnen. Okay, immerhin haben wir es schon mal bis in die Bank geschafft. Ich fand auch damals übrigens, als ich die Testberichte gelesen habe, die Charaktere relativ unsympathisch designt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also mir gefällt das Ziel einfach nicht so gut. Aber wie gesagt, als ich es einmal angefangen habe zu spielen, da kam ich davon echt nicht mehr los. Nur heute leider, echt, habe ich maximal eine Stunde Zeit. Aha, okay, ich habe hier sogar die Wahl. Oder was? Gelangen Sie in den Tresorraum, schon Sie als Bankpersonal. Okay, ich soll also niemanden umbringen. Aber trotzdem soll ich irgendwie in den Tresorraum gelangen. Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Okay, mach ich. Ich find's auch super, dass das Spiel komplett lokalisiert ist. War von der Lippensynchronität. Es ist so lange her. Okay, ich heiße also Mr. Rowland. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Oh je. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Nee. Folgen Sie mir, bitte. Soll ich jetzt über den Tresen springen, oder was? Okay. Ja, kann ich leider nicht. Habe ich noch Waffen am Mann? Feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Nee. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr?
Ich erkenne zwar keine Verbesserung, aber ich weiß, ich kann mich leider auch nicht daran erinnern, wie es vorher war, ne? Hallo, James. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Hallo, was geht? Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Wie überlebt diese Pflanze? Hier ist kein bisschen Sonne. Okay, die sieht jetzt aber umgekehrt auch nicht mehr so gesund aus, aber trotzdem. Rufen Sie mich, wenn Sie hinaus möchten. Okay, gut, jetzt muss ich erstmal mein Schließfach finden. Habe ich irgendwie eine Nummer? Warte mal.